So, ich werde das jetzt hier nochmal filmen. Ich habe anschließend packe ich noch ein paar Bilder hin. So sieht das vorher aus. So sieht es hinterher aus. Also, das ist vielleicht 1,5 mm dünner, damit das oben auch reinpasst. So, und hier ist doch schon ein enormer Unterschied festzustellen, weil das Ding schleift. Ja. In der Bremstrommel, und das muss ja nicht sein. Das habe ich alles weggefräst hier. Das muss so sein, sonst haut das nicht hin. Ja, das werde ich jetzt gleich mal einbauen und dann werde ich ja sehen, was für eine Wirkung die haben. Also die sollen recht gut sein. So, alle bearbeitet. Auch hier oben, damit die da in den Schuh, sag ich mal, reinpassen. Ja, ist natürlich ein ganz schöner Aufwand gewesen, aber ist ja nichts. Ja, das ist erstmal soweit gut und dann werde ich die mal einbauen. Ich werde mal, also schneller einen ausgebaut, anhand des Vorderrads den zweiten Teil vom Video der New Frame Bremsen jetzt machen. Ja. So. Was schön über Zünder ist, ich brauche eine Schraube zu lösen. Dann ist das Rad schon raus. Ja, und übrigens ist das hier ein Modell. Da kann ich Vorderrad und Hinterrad tauschen, was ich persönlich ganz cool finde. Aber ja, was ist denn jetzt los hier? Ein paar Jahre später ging das schon gar nicht mehr. Weil diese Abdeckplatte hier, die war später sozusagen fest drauf, konnte von vorne nach hinten nicht mehr wechseln. Sag mal, was ist das denn? Das ist ja zu stramm hier, wa? Ja, guck mal in der Schau. Dafür hat er aber gut gebremst. Das kriege ich wieder raus. Ja, der hat gut gebremst. So, so einfach geht das. Das mache ich natürlich erstmal ein bisschen sauber hier mit Bremsenreiniger und so weiter und so fort. Und dann bauen wir die mal runter. Mal kurz gucken. Nö. Also soweit wie ich den jetzt ausgefräst habe, dürfte der nicht darauf rumschleifen. Hier hat er vielleicht schon irgendwas getan. Ja, mal gucken. Gut. Irgendwie gestaltet sich das heute ein bisschen schwieriger, ne? Ich kann da zwischendurch mal einen Witz erzählen oder so. Aber ist ja gut, wenn ich jetzt hier nicht so eine riesen Vorspannung brauche. Das heißt ja, dass die Bremsbeläge dick genug sind, nicht wahr? So, also was jetzt wichtig ist, hier ist so ein ganz kleiner, hier ist so eine ganz kleine Distanzschall. Die ist natürlich wichtig, sonst friert sich das Ding ja da in die Bremsankerplatte rein. So, ich habe mir jetzt hier so Keramikpaste geholt, damit will ich das alles einschmieren, damit der dann auch geschmiert in dem Ding rumläuft und nicht sich einfrisst. Das muss schon mal sein. Ne? Ich denke mal, das ist besser als ein als normales Fett oder so, weil das wird sich ja auch, wenn es heiß wird, irgendwo hinlaufen. Keramikpaste ist eben hochhitzebeständig, ist besser.
Habe ich beim anderen übrigens auch schon gemacht hinten. So, ich habe das jetzt nochmal sauber gemacht. Es hat dadurch wie Sand drin sich angehört. Das will man natürlich nicht. Das sieht jetzt besser aus. Der ist nicht mehr ganz so schräge. Die Vorspannung war zu groß. Das hier noch ein bisschen gelöst. Warum so? Wenn ich das jetzt hier raufpacke, zack, geht leicht. So soll es sein. Das ist natürlich die große Frage, wie bremsen die? Und da werde ich gleich eine Probefahrt machen und dann werden wir das ja sehen, ne? Ehrlich einfach, ne? Echt klasse. Ich finde das toll. Eine Achse, Feststraubhebig. Auf der anderen Seite ist ein Gewinde drin. Zünder eben, ne? Wir haben das immer ein bisschen besser gemacht. Selbst Kleinigkeiten. Nicht, dass die anderen Mopeds jetzt schlecht werden, aber das ist alles ein Tick durchdächter, ne? Nachstellen müssen. Die hängt ja schon fast auf Anschlag. Aber gut, das ist ja gut. Ja, ich habe die Dinger da jetzt eingebaut. Wollen wir mal gucken, wie die Dinger laufen, ne? Laufen. Bremsen. Eine Probefahrt gemacht. Ja, klar, muss ich noch ein bisschen einbremsen, aber ist auf Anhieb schon viel besser. Also sind zu empfehlen, ist natürlich ein Aufwand, die Dinger so brutal anpassen zu müssen, aber egal. Was soll's. Was ich gesehen habe, die Originaldinger, die schleifen da auch irgendwie ein bisschen drin. Ich weiß nicht, was das alles für ein Nachbau-Rotz ist. Egal, was ich jetzt noch machen muss, der Vergaser. Ich habe die Nadeldüse nach unten gesetzt und das war viel zu niedrig. Ich werde wieder auf 2,17 ändern, das mache ich gleich noch. Wie würde ein Fernsehkoch jetzt sagen, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ne? Nein, ich bin kein Franke, aber ich mag die Franken. Die Franken sind echt cool. Ich habe da mal gelebt in Franken, nur so nebenbei mal. Das ist so ein Bootcamp während meiner Ausbildung. Ja, ja, es gibt auch ein Bootcamp für Friseure, sowas gibt es tatsächlich. Na gut, also Leute, das ist die Größe, die ich eingebaut habe. Ich wollte es mal probieren. Die baue ich jetzt wieder ein. Also die Nadeldüse, diese Größe, die hat sich bewährt. Und das werde ich jetzt mal wieder zurücksetzen. Das Coole ist, kann man den Vergaser flop ziemlich leicht rausziehen. Und um die Nadel diese zu wechseln, braucht man unten aufschrauben, Bauenzug nach oben ziehen, rausschrauben, wieder reinschrauben, Bauenzug nach unten zumachen, Ast rein. Geht ratzi-fatzi.
So, das war die Nadeldüse. Ist nicht großartig kompliziert. Noch einfacher ist die Hauptdüse zu wechseln. Da braucht man nur dieses Teil rausschrauben und neu wieder rein. Das ist natürlich das Geile an dem Vergaser. Ich finde das ja cool, weil, wie gesagt, Seitenschwimmer, ja, das ist so schön oldschool. Sieht einfach geil aus. Und hat nicht jeder. Und wer sagt, sowas könne man nicht einstellen, ja, was sagt denn dazu? Leute, dann kannst du es nicht, ne? Ganz einfach. Man muss doch mal was probieren. Und einfach mal auch gucken, was man so machen muss, um eine Vergaser einzustellen. Ne? Ob die Teillast verändert werden muss, ob die Hauptdüse verändert werden muss, ob die Teillastnadel verändert werden muss. Da sollte man sich vorher mal ein bisschen mit befassen und dann klappt es auch mit dem Moped. Ne? So, auf diesem Wege grüße ich natürlich als allererstes meine Tochter Charlotte. Hi Charlie, du bist die Coolste. So, und dann grüße ich jetzt auch mal den Norbert. Ich glaube, ich weiß, oder er weiß, wer gemeint ist. Hallo Nobby, du alte Hauding. Sieh mal zu, dass du bald wieder fit wirst und mit uns mal mitkommst. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also die Bremsen sind gut. Selbst bei den ersten Bremsversuchen schon, ja, ging das Ding ordentlich in die Klötze. Das war schon ganz cool. Ist nur ein Aufwand, die zu modifizieren. Ach Gott. Was heißt Aufwand? Ne? Also für uns Schrauber ist das kein tolles Ding. Oben da am Schuh so ein bisschen schmaler machen und dann das Innenleben ein bisschen wegnehmen, damit das nicht auf diesen, ich nenne das Vulkan, raufkommt von der Narbe. Das wird schon gehen. Ja, und dann bitte ich euch zu abonnieren und nicht nur zu glotzen. Weil die Diskrepanz zwischen Glotzer und Abonnenten ist ganz schön groß. Ihr braucht einfach nur auf Abonnieren drücken, fertig. Kostet ja nichts. Okay. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Rock die Landstraßen.